leise insinuarsi ist wie eine Sinfonia concertante, wie eine klassische zartes Concerto on steroids, sozusagen. Es ist zerstört ein bisschen mit anderen Elementen. Und die Sprache von Atahir kommt durch die klassische Material und bindet das klassische Material zusammen, so dass wir können von dieser Skizze ein Concerto machen. Und der zweite Satz, finde ich, ist ein bisschen wie eine zartes Nocturno, eine Nachtmusik, eine zarte Serenade. Das ist nicht eine Konkurrenz, aber ein Dialog. Die Solist oder die Solisten in unserem Fall suchen ihren Platz in die gemeinsame Versammlung. Aber hier gibt es eine Doppeldiskussion. Eine ist zwischen die individuelle und die gemeinsam, und der andere ist zwischen die klassische Material und der neue Technik und die neue Sprache. Und dieser Doppeldialog macht die Zauber von diesem Stück. Und jetzt ist das eine schöne Chance, einmal in Darmstadt die Musik von Atahir zu bringen, weil er ist einer meiner Lieblings-zeitgenössischen Komponisten. Ein Heldenleben zu spielen ist ein echter Event, eine echte Occasion in das Leben des Orchesters, weil rein vor Größe haben wir 8 Hörner, 5 Trompeten, 2 Tuben und so. Das ist so riesengroßes Event. Und dieses Konzert ist auch ein Event für alle unsere Stimmführer, weil wir haben die 2 Solisten und auch der Herr Rank, dass die große Solo von Heldenleben spielt, weil wenn kommt das zweite Thema, ist das charakterisiert durch eine riesengroße Solo-Kadenza für den Konzertmeister. Das ist die größte Herausforderung für einen Konzertmeister in die ganze Repertoire. Das ist eine echte Occasion. Diese Woche probieren wir nicht in unsere große Orchester-Proberaum, aber wir sind in Griesheim, in noch eine größere Proberaum, wo wir können mit 8 Hörner und 5 Trompeten und 2 Tuben und eine große Party von 1000 Leuten haben. Unser erstes Experiment, die riesengroßen Stücke draußen vom Theater zu probieren, weil das war so groß, dass wir haben die Chance genutzt, ein neues Experiment zu machen.